Im Rahmen einer großen Gala hat Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler am Abend die besten Wirtschaftsfilme ausgezeichnet. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Bedeutung dieses Filmpreises erklärt der Bundeswirtschaftsminister im Gespräch mit Andreas Groß selbst. Der Gastgeber der Preisverleihung des Deutschen Wirtschaftsfilmpreises, der Bundesminister für Wirtschaft, Dr. Philipp Rösler. Warum, bitteschön, unterstützt das Wirtschaftsministerium den filmerischen Nachwuchs oder den Wirtschaftsfilm in Deutschland? Das ist ungemein wichtig für die gesamte deutsche Wirtschaft. Denn hier werden Dinge einfach schlicht erklärt. Und heute ist es so, dass wirtschaftliche Zusammenhänge immer komplexer werden, manche sagen auch komplizierter. Und das ist gut, wenn es dann Menschen gibt, die eigentlich uns allen diese komplexen oder manchmal auch komplizierten Dinge einfach erklären, damit sie verständlich werden und dass man dann darüber diskutieren und am Ende natürlich auch entscheiden kann. Es sind ja zum Teil auch relativ unschöne Dinge da erklärt worden. Umweltverschmutzung, Lohndumping. Sind Sie da selber so ein bisschen überrascht, negativ überrascht, was da in Deutschland vorgeht? Es gehört natürlich mit zum Wirtschaftsfilmpreis dazu, auch solche Dinge mit aufzudecken, auch als reine journalistische Tätigkeit. Trotzdem ist mir wichtig, immer darauf hinzuweisen, dass man natürlich solche Besonderheiten hat, weil sie eben besonders, also auch selten sind. Und dass man nicht von einem schwarzen Schaf, das es gibt, darauf die gesamte deutsche Wirtschaft schließen kann. Aber man soll ein Bild der deutschen Wirtschaft zeichnen, auch viele Dinge erklären. Und dann gehören die positiven Seiten dazu, aber dann eben auch die negativen. Jetzt ist ja ein Wirtschaftsminister besonders gern gesehen, wenn er Bargeld mitbringt. Und ich denke jetzt an den filmerischen Nachwuchs, da kriegt er der erste Platz 10.000 Euro. Wird damit der filmerische Nachwuchs in Deutschland genügend gefördert? Es gibt noch weitere Fördermaßnahmen auch seitens der Länder, aber das ist eine deutliche Anerkennung, gerade des besonderen Sektors Wirtschaftsfilmpreis. Und das soll eben junge Regisseure, Drehbuchautoren, Produzenten bewegen, gerade in diesem Bereich besonders engagiert und tätig zu sein. Jetzt sind wir irgendwo bei den Start-ups, bei den jungen Menschen, bei den jungen Unternehmern, auch filmerisch. Und Sie sind ja vor einer Woche mit der Idee an die Öffentlichkeit getreten, hier den neuen Markt wiederzubeleben, gemeinsam mit der deutschen Börse. Jetzt mit so einem bisschen Abstand einer Woche, die Wogen haben sich so ein bisschen geglättet. Fühlen Sie sich richtig verstanden? Auf jeden Fall, denn wir brauchen ein weiteres zusätzliches Standbein zur Finanzierung gerade unserer jungen Start-ups. Natürlich wissen wir alle, wie schwierig auch die Phase gewesen ist vor 10 Jahren. Und deswegen ist eines klar: Wir befinden uns nicht nur am Anfang einer Diskussion, sondern wir haben gemeinsam die Zielsetzung, und zwar alle Beteiligten, dass die Fehler, die man vor 10 Jahren gemacht hat, dass die nicht nochmals wiederholt werden. Man muss also die richtige Balance finden zwischen auf der einen Seite Anlegerschutz, aber auch möglichst Deregulierung in einem solchen neuen Segment, damit wir die Chancen nutzen können für die Start-ups, ohne aber Anleger und Anlegerschutz zu vernachlässigen. Jetzt ist ja gerade die Aktienquote in Deutschland so niedrig wie noch nie. Gehen Sie davon aus, dass Ihr Vorschlag dazu angetan ist, die Aktienquote oder die Anlageklasse Aktie wieder nach vorne zu bringen? Zunächst einmal geht es um die Finanzierung der Start-ups, und der erste Schritt, glaube ich, wäre erstmal an institutionelle Anleger zu denken, im Weiteren natürlich auch das breite Segment zu öffnen. Aber gerade weil es mal eine Börsenblase gab, die Anfang des Jahrtausends geplatzt ist, gab es eine tiefe Erschütterung auch bei den Menschen, an die Börse zu gehen und sich im Aktienhandel zu betätigen. Bei weitem jedenfalls nicht mehr so stark wie 2000 oder 2001. Und ich finde, da muss man eben aus diesen Fehlern auch lernen. Und so ist das ja auch im Unternehmerleben: einmal hingefallen, ist nicht schlimm. Nur das Liegenbleiben, das wäre das Schlimme. Und Unternehmertum heißt dann eben wieder aufzustehen. Das gilt für jeden einzelnen Unternehmer, das gilt manchmal auch für die Politik. Aber es gilt am Ende dann eben auch zum Beispiel für ein solches spezielles Segment für digitale Wirtschaft, für Start-ups aus anderen Bereichen übrigens auch. Was sicherlich auch verkehrt ist, gerade in der Wirtschaft, wenn man den Anschluss verpasst. Und gerade die Börse in Deutschland, die scheint so ein bisschen den Anschluss international verpassen. Wir sehen, überall bilden sich riesige Börsenplätze. Was kann die Politik da tun? Das ist zunächst einmal unternehmerische Aufgabe, da sollte Politik sich zurückhalten. Aber eine solche Diskussion, wie wir sie jetzt führen, was kann man, es gibt ja schon Entry-Standard, was kann man daraus weitermachen, was kann man daraus entwickeln, auch im Vergleich zu London oder auch Warschau, die gerade für solche Start-ups etwas haben, das zeigt, es gibt noch Spielraum, unternehmerisches Handeln wird immer eine Zukunft haben. Dann sage ich Dankeschön fürs Interview, noch einen fantastischen Wahlkampf und Gastgeber dann im nächsten Jahr beim Wirtschaftsfilmpreis. Wenn alles gut läuft im Wahlkampf, dann ist das machbar. Danke, alles Gute. Dankeschön an den Kollegen Andreas Groß. Wir haben lange darauf gewartet, jetzt sind die Daten da zum IFO.